Gestern Abend haben die Entwickler wieder einen großen Livestream für die Sims 4 veranstaltet, in dem einige coole Features der neunten Erweiterung für die Sims 4 sowie dem anstehenden Update vorgestellt wurden. Alle neuen Infos möchte ich in diesem Video zusammenfassen. Beginnen wir zuallererst mit dem neuen Gameplay und der Welt. Ab sofort kann man für jede Nachbarschaft in der Weltenübersicht über einen kleinen, unauffälligen Knopf genau sehen, wie stark die Umwelt aktuell belastet ist. Alle Interaktionen mit den Sims und Objekte, die ihr platziert habt, beeinflussen die Belastung. Jetzt wird auch im Baumodus genau angezeigt, was für einen Einfluss Objekte auf die Umwelt haben. Damit aber die Umwelt nachhaltig positiv verändert werden kann, müssen die Sims zusammenhalten und die Nachbarn überreden, ebenfalls beim Schutz der Natur mitzuhelfen. Auch mit Nachbarschaftsprojekten kann man den ökologischen Fußabdruck aktiv verbessern. An der Tafel, die wir ja schon aus den Trailern kennen, kann man für viele verschiedene Projekte abstimmen und selber welche starten. Das Abstimmen kostet hier jeweils 10 Einflusspunkte. An Projekten stehen unter anderem das Unterstützen von Kunstprojekten, die Erneuerung des Bahnhofgebietes, Upcycling-Projekte oder Fitnessinitiativen bereit. Auch könnt ihr hier bestimmen, was mit den Gemeinschaftsgrundstücken, von denen es in jeder Region eines gibt, passieren soll. Diese könnt ihr nämlich in einen grünen Garten, Makerspace oder Marktplatz verwandeln. Jetzt aber zur neuen Welt. Hier seht ihr die Weltenkarte von Evergreen Harbor. Diese ist sogar erstmals animiert und beinhaltet insgesamt 13 Grundstücke sowie 2 Apartments mit jeweils 2 Wohnungen. Jede der 3 Regionen hat andere Starteigenschaften und sind unterschiedlich stark verschmutzt. Wenn ihr in den Apartments spielt, werdet ihr im Gegensatz zur Großstadtleben nicht vom Lärmen der Nachbarn oder Vermietern belästigt. Auf dem Bahnhof in Evergreen Harbor entsteht später, wenn ihr euch genügend angestrengt habt, ebenfalls ein kleiner Park, den die Sims nutzen können. Um selber Objekte aus dem neuen Printer herstellen zu können, benötigen die Sims Materialien. Diese kann man überall in der Welt, sowie in den Müllcontainern oder auch durch die Recyclingpresse finden. Auch den neuen Stromgenerator kann man mit den Teilen betreiben. Wenn du mehr Strom produzierst, als du benötigst, kannst du diesen auch ebenfalls weiterverkaufen, ein extrem cooles Feature meiner Meinung nach. Apropos Strom, auch die Rechnungen wurden überarbeitet. Jetzt sieht man ganz genau die Kosten für Strom und Wasser getrennt. Wenn man die Stromkosten reduzieren will, kann man dafür die neuen Solarplatten benutzen oder auch Wasser aus den Seen holen. Die Rechnungen werden ebenfalls als kostenloses Update hinzukommen, genauso wie die Leitern, ein überarbeitetes Inventar mit Filtern und die neuen Feuerwehrmänner, welche jetzt ebenfalls auftauchen, wenn es brennen sollte. Auch findet ihr dank dem neuen Update, welches am 2. Juni erscheinen wird, im Baumodus eine neue Kategorie mit Objekten, die keinen Strom oder Wasser benötigen. Und auch die bereits geleakte Neuerung der frei verschiebbaren Fenster und Türen, die nun unabhängig von den Kästchen funktioniert, wurde erwähnt. Die Entwickler haben aber noch einige weitere Kleinigkeiten angesprochen, die ich teilweise schon in meinen letzten Videos besprochen habe. Schaut hier vorbei, wenn ihr diese noch nicht gesehen habt. Jetzt aber weiter zum Erstelle einen Sim. Die neuen Klamotten, Frisuren und Objekte sehen größtenteils alle so aus, wie man sie sich für dieses Thema vorstellen würde. Nicht unfassbar stylisch, mehrmals geflickt und vom Look eher weniger modern und nachhaltig hergestellt, dafür aber durchaus bequem. Hier seht ihr ebenfalls nochmal eine kleine Auswahl an Objekten, die in diesem Pack enthalten sein werden. Ich habe hier aber nur die aufgelistet, die im Stream gezeigt wurden. Es gibt insgesamt 2 neue Bestreben sowie 4 neue Merkmale. Freund des Grünen, Hersteller oder auch jemand, der gerne gratis Dinge abstaubt und im Müll wühlt, sowie die Eigenschaft des Recyclers. Der Baumodus wurde nur kurz angerissen, aber hier gibt es ebenfalls ein paar tolle Objekte. Schaut euch vor allem dieses Kleinkinderbett an. Das war's mit meiner Livestream-Zusammenfassung. Wie findet ihr die Weltenkarte und die neuen Features? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.